den Künstler nicht bei der Arbeit stören. Du störst mich nie, Karl. Magst du einen Wein? Nur wenn das Fräulein Gerti uns die Ehre gibt, ein Glas mit uns zu trinken. Nein, danke, Reininger. Ich muss eh schon gehen. Bleibst doch da. Ich hab leider nichts Fertiges für dich. Nur Vorstudien. Aber bei mir ist ein Vorstudio auch ein Kunstwerk. Auf deine Bilder ist aber nicht so geschamig. Was das der Kaiser gesagt hat, dass er das Bild gesehen hat? Der Kaiser war in einer Ausstellung mit moderner Kunst. Was hat er gesagt? Was verlangst du für so eine Vorstudie? 20 Kronen unter Freunden. Für alle Nackerten da? Na, für Applaus. Aber auch nur, weil du der einzige Sammler in Wien bist, der wirklich was von Kunst versteht. Geschäftstüchtig. Also gut. Am liebsten hätte ich meinen ganzen Salon mit erotischen Akten von der Gerti ausmalen lassen. Als Fresko. Kannst du was? Die Gerti hat nichts dagegen. Ich bin ein Künstler und kein Pornograf. Das ist das Modell vom Schickel. Der gnädige Herr ist gestern aus Wien abgereist. Ja, da ist sie ja. Und voller Hoffnung. Da hätte der Klipp seine Freude an ihr. Hast du was für mich? Bringst du mir dann deine Mappe? Ich bin im Kühlzimmer.